Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es um Parkside und zwar um dieses Holzfällerwerkzeug. Ich habe für euch heute einmal eine Splitting-Axt, eine Universal-Axt auch genannt. Eine Machete habe ich hier und dann habe ich hier ein Lifting-Hook, also ein Hebelhaken ist hier mit dabei. Und das gucken wir uns gleich mal etwas genauer an. Ja, Parkside verblüfft ja immer wieder durch neue Gerätschaften, ob das jetzt für den Garten ist oder für die Werkstatt oder für irgendwelche anderen Dinge. Teilweise, es gibt ja Bierzapfanlagen mittlerweile von Parkside, Kaffeemaschinen und was weiß ich was alles. Jetzt auch, wie gesagt, so ein Holzfällerwerkzeug. Kommt jetzt gerade recht wahrscheinlich für die Zeit, wo ihr dann vielleicht Brennholz daheim macht oder was für den Kamin oder für den Ofen oder generell für irgendwelche anderen Heizungsanlagen. Vielleicht auch macht ihr schon für den Sommer, für eure Feuerschale irgendetwas. Holz ist ja natürlich ein Werkstoff, der wirklich, wirklich sehr, sehr vielseitig ist. Vielleicht macht ihr auch irgendwie Holz für Möbelbau, was ihr einlagern wollt, konfektioniert das Ganze oder wie auch immer. Und da kommen solche Sachen natürlich gerade recht. Die Axt ist natürlich jetzt ein bisschen klein geraten, wenn man sich die hier anguckt. Die ist nämlich grundsätzlich erstmal 35,5 cm lang. Soll eine Spaltaxt sein, aber ich denke mal, das Ergebnis ist dann nicht ganz so berauschend, wenn man da jetzt wirklich große Teile machen wollen, aber um jetzt so ein paar Anfeuerspäne zu machen oder ein bisschen Kleinholz ausnehmen, was ich so ein 10, 15 cm Ast oder was, da irgendwas rauszuhämmern oder das Ganze zu spalten, das sollte sicherlich kein Problem sein. Werden wir gleich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ein Schutz ist hier auf jeden Fall auch noch mit drum und hier hinten ist tatsächlich gummiert. Bei manchen ist das wirklich aus Plastik und das fühlt sich natürlich nicht so toll an. Hier ist es wie gesagt gummiert, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich denke mal für den Preis, also jedes Teil kostet hier so etwa 12, 13 Euro. Also für 12, 13 Euro, was das momentan kostet, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis dann abrufen. Ist das sicherlich ein faires Angebot. Eine Sapie gibt es auch noch, war jetzt allerdings nicht bestellbar. Es gibt also insgesamt vier unterschiedliche Dinge, die man hier von Parkside dann bekommen kann. Wie gesagt, werden wir gleich das alles mal ausprobieren. Dann haben wir hier einen Hebehaken, der wiegt auch schon mal, also wiegen tut das, also da ist wirklich Material drin, ungefähr ein halbes Kilo wiegt das Ganze schon. Und da können wir wirklich dann, wenn wir einen Baumstamm irgendwie mal hochhebeln wollen, können wir da unterfassen und dann können wir den dann hoch hebeln oder sogar vielleicht irgendwie dann von der Seite her bewegen. Wir können uns das gleich mal angucken. Hier ist auf jeden Fall noch so ein kleiner Haken mit dran. Das macht man, wie gesagt, eigentlich mit einer Sapie, nicht mit so einem Hebelhaken. Aber könnt ihr damit auch machen. Das heißt, in den Baumstamm reinhämmern und dann könnt ihr das damit dann auch ziehen. Müsst ihr dann sehen, ob das Ganze funktioniert. Ein bisschen Hebelwirkung habt ihr dadurch, dass ihr das Ganze hier dann auflegen könnt. Allerdings ist das so, wenn ihr das natürlich im Waldboden macht oder so, dann wird das Ganze einsinken. Das wird dann nicht funktionieren. Das heißt, ihr müsstet dann hier irgendwie eine Latte unterlegen oder irgendetwas und dann könntet ihr das Ganze dann auch zum Hebeln nutzen. So, und dann gucken wir uns hier noch die Machete an. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Auch hier ist dieser Handgriff dann wirklich nochmal gummiert. Und schaut euch das mal an, was ihr damit machen könnt. Damit könnt ihr nämlich zum Beispiel kleine Ästchen vielleicht damit abhebeln. Theoretisch könnt ihr damit auch vielleicht Bambus fällen oder sowas. Das stelle ich mir also auch gut vor. Das können wir gleich mal alles ausprobieren auf jeden Fall. Und ansonsten könnt ihr da vielleicht auch ein bisschen Rinde mit abhacken. Müsst ihr selber sehen, für was ihr sowas dann einsetzt. Wie gesagt, wirklich vielfältiges Werkzeug und vom Preis her wirklich mehr als attraktiv. Die Machete ist übrigens ungefähr 50 cm in der Gesamtlänge und hier dieser Hebehaken, der hat nochmal 25,3 cm an Länge. Die Machete wiegt auch 640 Gramm, also hier bekommt ihr wirklich einiges an Material geliefert. Ich würde sagen, probieren wir mal aus, was jetzt hier diese Spaltaxt hier von sich gibt. So, jetzt gucken wir uns als erstes mal hier die Machetenfunktion an. Ich habe jetzt hier mal so kleine Ästchen. Das könnt ihr natürlich auch an liegendem Holz dann machen. Aber ich denke mal, hier ist das vielleicht einfacher. Und dann könnt ihr hier einfach solche kleinen Ästchen, gucken, ob wir hier noch einen haben, einfach so dann auch abhacken mit dieser Machete. Dafür ist das Ganze dann tatsächlich da. Und ich denke, damit ist schon der Haupteinsatzzweck hier mit erklärt. Wir können natürlich das Ganze auch noch mal beim Bambus probieren. So, gucken wir mal, hier habe ich jetzt frischen Bambus. Mal gucken, ob ich das jetzt hier mit einer Hand hinkriege. Mit einer Hand halte ich ja jetzt hier dann letztendlich die Kamera. Gucken wir mal. Jawohl. Ja, er hackt jetzt hier auf jeden Fall einiges ab. Das funktioniert. Ich gucke mal, ob wir das hier irgendwie besser hinkriegen. So.
Und warte mal, jetzt ist der hier wirklich schon auseinander und der kippt jetzt also um. Jetzt hätte ich dann natürlich oben noch festhalten müssen, dann wäre der in eins durchgegangen. Aber wie gesagt, mit einer Hand kriege ich das jetzt hier nicht hin. Aber letztendlich ist das hier auf jeden Fall ein sehr sauberer Schnitt und der ist auf jeden Fall auch mit einem einzigen Schlag ansonsten durchführbar. Ich hämmer das jetzt hier nochmal durch. So, und dann ist das Ganze auf jeden Fall ab und durchs Dickicht kommt ihr mit dieser Machete auf jeden Fall. So, was man damit natürlich auch ausführen kann, ist vielleicht nicht der Haupteinsatzzweck, aber man kann natürlich dann hiermit auch solche Rinde dann wegbekommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf schlage, dann geht die natürlich auch ab und dann könnt ihr die natürlich auch so runterziehen. Probieren wir das hier mal. Ja, also an den Seiten, ich denke, da wird hier dann klar, was man damit machen kann. Müsst ihr nur aufpassen, dass ihr euch nicht irgendwie in die Füße hackt. Aber wenn man, wie gesagt, im Wald so ein bisschen Rinde abmachen möchte, vielleicht auch als Anfeuerholz oder wie auch immer, ihr seht, das Teil hat auf jeden Fall eine enorme Schlagkraft. So, dann gucken wir uns jetzt hier mal diesen Hebelhaken an. Wie gesagt, ihr könnt das einmal dafür nutzen, um irgendwie etwas hochzuhebeln. Wenn jetzt hier mehrere Baumstämme übereinander liegen, gelingt mir jetzt hier nicht, weil das jetzt hier nur so ein kleines Teil ist. Aber ich denke, man kann sich das vorstellen, dass man damit wirklich Baumstämme bewegen kann. Und wir haben jetzt hier wirklich einen richtig spitzen Haken mit dran. Und hier sind noch solche Zähne, dass ihr dann damit auch nicht abrutscht. Ihr könnt das Ganze hier sogar irgendwie an einem Holster festmachen, am Gürtel etc. oder irgendwie an der Wäscheleine oder wie auch immer, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr das dann dran bringen könnt. Und es ist natürlich auch bei jedem Gerät dann auch ein Schutz mit dabei, dass dann hier man sich nicht irgendwie noch verletzen kann. Den sollte man dann auf jeden Fall auch drum machen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass das jetzt hier vielleicht ein großer Baumstamm ist, dann hämmer ich hier so ein bisschen rein und dann kann ich den hier wirklich dann auch hin und her bewegen, denn diese Spitze, die treibt sich hier wirklich richtig ins Holz rein und so kann ich dann wirklich etwas umdrehen zum Beispiel oder vielleicht sogar auch an einen anderen Platz ziehen, denn ihr habt natürlich dann mehr Angriffspunkt dadurch, dass ihr hier einen Griff habt und nicht irgendwie das Ganze dann mit Handschuhen anfassen müsst oder mit bloßen Händen oder so. A, macht ihr euch dreckig und B, rutscht ihr dann ab und so ist das Ganze dann doch wirklich besser irgendwie beweglich. Ja, auch kann man das natürlich nutzen, wenn man jetzt solche Holzklötze hat. Man haut da oben rein und auch diese Holzklötze, die kann man dann natürlich bewegen, nach vorne ziehen oder sowas. Gerade wenn man irgendwie auf dem Holzstapel arbeitet oder sowas, dann ist sowas natürlich auch sehr bequem. Und ihr seht, das Teil ist jetzt hier wirklich richtig fest. Und ich könnte jetzt diesen Holzklotz hier wirklich nach vorne buxieren und über einen Holzstapel hinwegheben etc. Das würde mir dann hiermit sogar gelingen. Ja, und grundsätzlich, wie gesagt, könnt ihr das natürlich auch als Hebelwerkzeug nutzen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr das draufstellen könnt, könntet ihr das Ganze dann jetzt so auch hebeln. Das würde natürlich dann auch funktionieren, gerade wenn man irgendwie sägen möchte oder sowas, irgendwas mal ein bisschen höher heben, dass die Säge von der, oder die Kette nicht irgendwie ins Erdreich kommt oder sowas. Dafür ist sowas natürlich auch dann da. So, dann gucken wir uns nochmal die Axt an. Ich habe jetzt das, wie gesagt, nur einhändig. Weiß ich nicht, ob man das nicht sogar beidhändig dann machen sollte. Aber die Axt ist wirklich sehr, sehr kurz. Also zum Spalten von größeren Sachen auf jeden Fall nicht zu gebrauchen. Aber ich habe hier so einen kleinen Baumstumpf hier mal hingepackt. Und dann gucken wir mal, ob wir den irgendwie kleiner kriegen. Jawohl, das hat also sehr gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Aber ich kann den hier zum Beispiel jetzt nicht reinhauen. Das gibt zu stark nach. Da müsste ich dann jetzt hier das Ganze erstmal hinlegen. Ich roll den nochmal hoch. Also das hat mich jetzt hier verblüfft. Jawohl, guck mal, das funktioniert hervorragend. So, nochmal hin tun. Und so kann man natürlich zum Anzünden irgendwas machen. Also so für kleinere Dinge auf jeden Fall das richtige Werkzeug. So, dann nehme ich jetzt hier mal so einen Kaminscheit. Das ist Birke, ist so 30 cm, 33 cm, keine Ahnung wie lang. Auf jeden Fall ein gewöhnliches Kaminholzscheit. Und dann können wir ja hier auch mal gucken, ob man hiervon auch irgendwie was abgespalten bekommt oder ob die Axt dann dafür schon zu klein ist. Ja, funktioniert soweit nicht. Ich weiß, mancher, der haut dann da rein und dann nimmt er das hoch und dann nochmal umgedreht, dann so quasi draufschlagen. Das funktioniert auch, denn ihr habt ja auch eine Schlagfläche, also quasi so, mal gucken. So, und normalerweise dreht man das dann im Fluge um und dann haut man so drauf und dann spaltet sich das auch. Also die Schweden, die können sowas. Ich kann das jetzt so nicht, aber ich denke, wir kriegen das noch irgendwie kaputt. Gucken wir uns das nochmal an hier. Ja. Also einhändig nicht so gut. Aber gespalten.
Also im Zweifel das auch, aber da würde ich lieber auf jeden Fall eine etwas größere Axt für nehmen. So, jetzt habt ihr das Werkzeug hier im Einsatz gesehen. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Möglichkeiten, dieses Werkzeug zu verwenden. Ich kann euch hier nur einen kleinen Teil zeigen oder das, was ich hier selber zur Verfügung habe, natürlich auch an Rohstoffen. Aber ich denke, viele von euch wissen auch, was sie mit so einem Hebelhaken dann machen würden und sowas. Und ich denke mal, vom Preis her und von der Qualität her konnte man jetzt hier auf jeden Fall nicht meckern. Ihr seht, ich habe jetzt hier in diesen großen Klotz hier auch reinschlagen können. Also scharf sind die Dinger auf jeden Fall. Die Machete ist auch super einsatzbereit gewesen. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, was uns Parkside dann hier vorsetzt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Werkzeuge hier gebrauchen könnt oder ob ihr die vielleicht schon daheim habt und vor allen Dingen, ob ihr dann damit auch gearbeitet habt und die dann euren Wunsch dann auch erfüllt haben von dem, was ihr dann damit vorhattet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich weiß, Parkside oder aka Lidl liest hier auch das eine oder andere Mal mit und die werden sich dann darauf einstellen. Wir haben das schon sehr, sehr oft gehabt, dass die irgendwelche Werkzeuge im Nachgang dann abgeändert haben. Nur deshalb, weil das eben bei den verschiedenen Kanälen dann eben irgendwie genannt worden ist als Problem. Wenn ihr hier ein Problem seht, schreibt es gerne rein. Ich denke, da wird irgendwann dann einer drauf reagieren. Ich kann jetzt hier nichts erkennen. Ich hatte jetzt alles so gemacht. Ich war sogar überrascht mit dieser Axt, was die hier an Leistung bringt. Bei den kleinen Teilen zumindest. Beim großen würde ich lieber zu einer etwas größeren Spaltaxt greifen. Aber dafür ist das Ganze dann natürlich platzsparend. Ja, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.